Sehr gut, dann übernehme ich jetzt mal die nächste halbe Stunde. Freue mich total, dass ich das hier vorstellen darf, so in meiner Urheimat als geborener und gebürtiger Lipper. Du hast mich ja schon gebührend vorgestellt. Was ich heute mitgebracht habe, ist das Thema B2B-Produkte und ihre Komplexität. Ich habe jetzt mal als Beispiel einen Roboter mitgenommen. Jeder, der hier in der Runde gerade sitzt, könnte sich seine eigenen B2B-Produkte dazu vorstellen. Aber die haben alle eine Sache gemeinsam. Die sind komplex und tatsächlich relativ beratungsintensiv. Wir haben Senta eben schon gesehen, die sich alleine nur mit der Kommunikation von Technik im Allgemeinen beschäftigt. Also das zeigt ja schon, wie viel Wert dahinter steckt, dass man Menschen diese Produkte erklären muss und das Thema Technik näher bringt. Und im Hintergrund liegen dann irgendwie 75 technische Attribute, die so einen Roboter jetzt zum Beispiel technisch beschreiben. Und das ist auch der Grund, warum diese Produkte immer noch super stark offline beraten und verkauft werden. Na, also es sind immer noch ganz viele Menschen im Sales unterwegs, die diese Produkte direkt durch persönliche Beratung verkaufen. Dabei haben wir halt das Problem von 3 Millionen, die Zahl ist noch nicht mal mehr aktuell, es sind wahrscheinlich noch mehr mittlerweile, fehlenden Fachkräften in Deutschland, die natürlich auch den Vertrieb betreffen. Im B2B-Vertrieb selber sind 42% der Stellen jährlich neu besetzt. Also das ist die Fluktuation, die wir in diesem Job haben. Das ist Unternehmenswissen, oder Beratungswissen, dass das Unternehmen einfach jedes Jahr wieder verlässt. Und man muss neue Menschen anlernen. Und dann ist nach einem Jahr wieder eine Person weg und man muss wieder neue Leute anlernen. Und das betreibt man halt Jahr für Jahr und schult Menschen. Dabei wünschen sich die Kunden zu 70% mittlerweile auch diese digitalen Prozesse, die sie aus den B2C-Bereichen schon kennen. Ne, also das sind E-Commerce-Lösungen, in denen man sich selber die Produkte aussuchen kann. Dazu kommt dann noch, dass der B2B-Vertrieb im Schnitt über 50 Jahre alt ist. Und die drohende Gefahr, dass Menschen den Job wechseln, ist nicht nur die eine, um Personen quasi zu verlieren, sondern tatsächlich auch der Weg in die Rente. Also es ist Wissen, dass die Unternehmen einfach verlässt, das in der Produktberatung schlummert. Eine Lösung dagegen ist natürlich das Thema E-Commerce. Offenkundig, E-Commerce entlastet den Vertrieb, ne? Bestandskunden, B- und C-Kunden verstopfen den Innendienst mit Anfragen, die durch E-Commerce-Lösungen quasi aufgefangen werden können. E-Commerce skaliert auch sehr stark im Vertrieb, ne? Man kann die Lösungen in verschiedenen Sprachen anbieten und im Ausland verkaufen, ohne einen Vertrieb da vor Ort zu haben. Man kann mit E-Commerce-Lösungen durch tolle Prozesse auch tatsächlich Kunden binden. Also einkaufen wird ganz einfach. Das Procurement ist gar kein schwieriges Thema mehr. Es kann schnell gehen und ein digitales Erlebnis werden. Und mit E-Commerce kann man seine Kunden auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen. Jeder Klick wird nämlich dokumentiert und kann Kunden zugeordnet werden und kann ausgewertet werden. Das Problem ist aber, also ich habe ja gesagt, der manuelle Vertrieb empfiehlt gut, aber skaliert nicht. Und ich glaube, dieser Satz ist sehr, sehr entscheidend. Manueller Vertrieb empfiehlt, aber skaliert nicht. E-Commerce skaliert, aber empfiehlt nicht. Und genau um dieses Problem haben wir uns gekümmert. Ich habe jetzt hier ein Beispiel, wie eine digitale Beratung von 500.000 verschiedenen Roboter- oder Automatisierungskonfigurationen innerhalb von Sekunden, offen gestanden, das Video ist jetzt 1,5-fache Geschwindigkeit, berät und mit ein paar Fragen, die ganz klar Kundenanforderungen abfragen, eine Konfigurationslösung empfiehlt, die eigentlich im Bereich Sondermaschinenbau liegt und monatelange Projekte mit sich zieht, die jetzt hier quasi die Einzellösung, die als Kombination ein System beraten, empfiehlt. Innerhalb von Sekunden oder Minuten. Das ist die Realität, die wir in Kooperation mit unseren Kunden aus Paderborn zusammen umgesetzt haben und tatsächlich 500.000 Konfigurationen in einem ganz flexiblen Beratungsablauf darstellen. Und das komplett digital. Was ist jetzt das Problem an dieser komplexen Beratung? B2B-Produkte benötigen viele Fragen. Ne? Es gibt viele Attribute, viele Eigenschaften, viele Gründe, warum Produkte funktionieren oder nicht funktionieren. Und die Herangehensweise für so eine digitale Beratung ist die Entstehung oder die Erstellung eines Entscheidungsbaums. Wir stellen einem Kunden die erste Frage und je nachdem, welche Antwort gegeben wird, muss darauf eine intelligente Folgefrage kommen, die auf die vorherige Antwort eingeht.
Denn die Antwort hat Einfluss darauf, welche Produkte für den Kunden noch in Frage kommen und welche nicht. Und diese Frage wird dann als nächstes gestellt und diesen Prozess wiederholt man so lange, bis man am Ziel der Produkte ist. Dieser Entscheidungsbaum, der dadurch entsteht, hat ein kleines Problem. Der kann nämlich mathematisch ungefähr so beschrieben werden. Die Anzahl der zu definierenden Pfade ist die Anzahl der möglichen Antworten von allen Fragen oder im Schnitt pro Frage hoch die Anzahl der Fragen, die man alle potenziell stellen möchte. Und exponentielles Wachstum hat daher das Problem, dass je mehr Fragen da jetzt dazukommen, wächst der Exponent. Diese Zahl wird also sehr, sehr schnell, sehr, sehr groß. Jetzt könnte man sagen, okay, dann lass uns doch versuchen, nicht so viele Fragen zu stellen. Aber jetzt schauen wir uns mal Produktportfolios an. Ich habe eben bei Anfang Robotics davon gesprochen, es sind 500.000 Konfigurationen möglich. Wenn man die alle empfehlen möchte, muss man ja mindestens so viele Beratungspfade haben, wie man Produkte empfehlen möchte. Und das wird vor allem bei konfigurierbaren Produkten sehr schnell auch eine sehr große Zahl. Das heißt, so oder so ist das P, also die Anzahl der Pfade, ziemlich groß. Jetzt hier einmal als sehr großes P dargestellt. Und das ist für die Umsetzung halt genau das Problem. Hier jetzt als Problem dargestellt. Und um dieses Problem haben wir uns gekümmert, indem wir uns gefragt haben, okay, wie könnte man das denn jetzt mit Software lösen, dass man diesen Entscheidungsbaum nicht so riesengroß aufbauen muss? Wo gibt es das Problem noch? Wie kann man das angehen? Und es gibt jetzt die Fragestellung, mit so wenig Fragen wie möglich zum Ergebnis kommen. Und tatsächlich war es für uns der, ich würde ihn als Heureka-Moment bezeichnen. Als ich mit meinem jetzigen CTO, der kognitive Informatiker ist, zusammengesessen habe und überlegt habe, wie lösen wir dieses Problem des exponentiellen Wachstums? Und dann hatte er irgendwann die Idee gehabt, Dominik, es gibt doch dieses Spiel. Das heißt, wer ist es? Und da versuchen Menschen mit geschicktem Fragen nach Attributen so schnell wie möglich, so viele Personen wie möglich auszusortieren. Und wenn man jetzt alle Informationen der Personen kennt und alle Fragen, die man dazu macht, aufschreiben würde, hat er gesagt, ich glaube, man kann das berechnen. Welche Frage ist wann die beste? Und jetzt schauen wir uns diese Situation mal an. Man hat ein Gesicht vor sich und dieses Gesicht hat Attribute und Unterscheidungsmerkmale. Es gibt sowas wie die Haarfarbe. Das wäre quasi ein Merkmal und die Merkmalsausprägung in diesem Fall wäre blond, dunkelblond, hellbraun. Es gibt aber auch noch schwarze Haare und rote Haare und grüne oder blaue oder keine Haare. Außerdem gibt es noch so ein Thema wie Hautfarbe. Da gibt es verschiedene Hautfarben, die man auswählen könnte, von hell bis ganz dunkel. Augenfarben genauso. Vielleicht noch sowas wie die Größe der Ohren oder ist Schmuck vorhanden oder nicht. Also je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr Attribute gibt es, die diese Person beschreiben können. Und aus diesen Attributen hat man dann die Aufgabe, Fragen zu stellen, die, okay, bei diesem Spiel sind es nur Ja- oder Nein-Antworten, aber man möchte Fragen stellen, die eine überschaubare Anzahl an Antworten haben, die Kunden beantworten können. Und diese potenziellen Fragen kann man dann quasi alle generieren und das macht man ja bei diesem Spiel in seinem Kopf. Man fragt sich, okay, welche Merkmale habe ich jetzt hier alle? Ich könnte nach Haarfarbe noch fragen, nach Augenfarben, nach Hautfarben, nach Größe, Alter, Gewicht und so weiter und so fort. Aber welche Frage sorgt dafür, dass ich mit der größten Wahrscheinlichkeit die meisten Gesichter aussortiere, sodass ich mit so wenig Fragen wie möglich zum Ergebnis komme? Und genau das können wir berechnen, ohne dass wir diesen Entscheidungsbaum aufmalen müssen. Also vergessen Sie Entscheidungsbäume. Die Reihenfolge der Fragen wird nämlich durch Feiner selber berechnet. Und wenn wir jetzt das Spiel mit den Eigenschaften und den potenziellen Fragen von Wer ist es digitalisieren würden, würden wir jedes Spiel gegen sie gewinnen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Transferleistung von Wer ist es zu dem Roboter, den ich eben vorgestellt habe. Und der Punkt da sind Produktdaten. Wir nehmen einfach die Produktdaten, die Sie in Ihrem PIM oder Shop-System haben oder auch in dem PDM-System haben. Es ist völlig egal. Links sind nur ein paar Beispiele, die man nutzen kann, um einen einzigen Produktdatenexport zu machen, den wir nehmen und aus diesen Daten tatsächlich
das erste Interview automatisch für Sie generieren. Denn in den Produktdaten selber stecken ja schon ganz viele Entscheidungen drin, die man in Fragen umwandeln kann, die sonst als quasi Produktfilter dargestellt werden. Diese Fragen generieren wir also wirklich automatisch aus den Produktdaten selber für Sie und haben quasi am nächsten Tag ein fertiges Interview, das Sie nutzen können. Mit Fragen, die aus den Merkmalen generiert sind, Antworten, die aus den Merkmalsausprägungen generiert wurden und mit Farben, die natürlich genau zu dem CI passen, das Ihr Unternehmen benötigt. Dieses Interview kann dann in 5 Minuten über ein ganz kurzes Skript eingebunden werden und ist sofort auf der Website verfügbar. Wir würden so weit gehen, dass es ohne IT-Projekt umsetzbar ist, sobald eine Person in der Lage ist, auf der Website sowas wie ein Call to Action oder eben so ein kurzes Skript einzufügen. Aber das ist erst der Anfang. Software verändert sich ja stetig und das sollte auch für einen Produktfinder gelten. Also ne, das Software, es steckt ja schon im Namen, soft, weich, das klingt nicht jetzt nach etwas, das die ganze Zeit genauso bleibt und unveränderlich ist. Und genau das ist unsere Herangehensweise. Durch die Tatsache, dass wir nicht diesen Entscheidungsbaum kreiert haben, der wie so ein löcheriger Jenga-Turm dann vor einem steht, den lässt man los und hofft dann, dass er für immer hält und genau so die Beratung perfekt abbildet, wie man sie braucht, bieten wir die Möglichkeit, dass es nur noch eine Liste an Fragen ist, die man ganz frei verändern kann, weil der Algorithmus entscheidet ja nachher, wie das Interview geführt wird. Und es gibt dann jetzt die Möglichkeit, auf den Fragen, die es schon gibt, weitere Fragen aufzusetzen. Denn die Dinge, die aus den Produktdaten generiert werden, sind eigentlich nur die halbe Miete. Dieses Vertriebswissen, das man jetzt digitalisieren könnte, das kommt jetzt erst dazu. Das heißt, man kann eine ganz freie Frage definieren, kann ganz freie Antwortmöglichkeiten dazu schreiben und beschreibt dann, welches Produkt oder welche Produkte für diese Antwort in Frage kommen, indem man die Produktdaten, wie man das hier in der Mitte sieht, nutzt. Das heißt, wir nutzen dann die Merkmalsausprägungen der Augenfarbe, um zum Beispiel einer Person zuzuweisen, dass sie schwedisch aussieht. Das wäre ja auch eine Frage, die man stellen kann in diesem Wer bin ich-Spiel, ne? Aus welchem Land könnte meine Person laut Schubladenmerkmalen, sage ich mal, kommen? Antwortmöglichkeit Schweden und dann wären da alle blonden Personen mit blauen Augen. So könnte man die Daten quasi auf einer anderen Ebene zuweisen. Gleiches Beispiel wäre jetzt für eine Schraube, die rostfrei sein soll. Eine rostfreie Schraube lässt sich beschreiben durch die Eigenschaft, dass sie aus Edelstahl ist oder dass sie eine bestimmte Beschichtung hat. Und so können wir quasi die kundenverständliche Ebene durch technische Attribute beschreiben und sind fertig. Diese Informationen landen sofort in der Beratung und können sofort genutzt werden. Jetzt ist es in der Welt der B2B-Produkte ja so, dass es manchmal ein bisschen komplizierter wird. Also, die eigenen Fragen dürfen dabei nämlich auch komplexe Abhängigkeiten bekommen. Man kann diesen Produkten Bedingungen zuordnen. Das heißt, die durch die Produktdaten definierten Regeln gelten in dem Fall nur, wenn eine andere Frage eine andere bestimmte Antwort erfüllt. Also nur, wenn Kunden sagen, dass sie irgendeine bestimmte Anforderung haben, erfüllt sich jetzt auch diese Regel. Das zeigt quasi die Komplexität, die wir in diesem System abbilden können und die wir offen gestanden auch eher unfreiwillig mit Ingenieurinnen und Ingenieuren der Börloff-Gruppe gemeinsam entwickelt haben, die uns halt gesagt haben, wie denn so eine Beratung tatsächlich ablaufen muss und an was man nicht alles denken muss, wenn man solche Regeln aufstellt. Wenn man sich jetzt fragt, okay, wie kommt man denn darauf, welche Fragen man benutzen sollte? Und also niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und die Herangehensweise ist doch immer, dass man mutig vorangeht, ein paar Fragen definiert und die mal wirken lässt. Und dann lässt man die Nutzer einfach entscheiden, welche Frage ist gut, welche Frage ist schlecht. Wir kriegen nämlich ganz viele Analysedaten zu den Nutzungen der Menschen. Und hier wird es jetzt erst richtig interessant. Man sieht, wie viele Menschen allgemein das Interview benutzen, wie viele Unique-Users es sind, wie lange ist ein Interview im Durchschnitt, wie ist der Verlauf über Uhrzeiten oder über Tage oder über Wochen oder Monate hinweg und wie gut funktioniert eigentlich jede einzelne Frage. Wird die Frage häufig übersprungen? Brauchen die Menschen lange Zeit, um sie zu beantworten? An welcher Frage werden die häufigsten Interviews abgebrochen? Diese Informationen können genutzt werden,
um die Beratung in der Zukunft weiter zu verbessern. Ich habe ja eben davon gesprochen, dass Software ein veränderliches Produkt ist. Und genau dafür könnte man jetzt Analysedaten nutzen, um diese Software weiterhin zu verändern und die Kunden besser kennenzulernen und ihnen somit eine noch bessere Beratung zu geben. Ein kleiner Punkt, der natürlich dann hinten raus sehr interessant für Unternehmen sein kann, ist, die Fragen, die man da definiert, die helfen ja nicht nur den Kunden, die Produkte zu finden, sondern sie helfen ihnen auch, die Kunden kennenzulernen. Tatsächlich sind das jetzt hier mal echte Fragen aus einem echten Tool von der Firma Unchained Robotics. Die Zahlen sind allerdings geändert, das muss ich den Jungs versprechen. Die stellen als erstes die Frage, in welcher Branche möchte man automatisieren? Und da kommt dann raus, dass 16,4% aller NutzerInnen aus der Pharmaindustrie sind. Von diesen 16,4% aus der Pharmaindustrie antworten 25,3%, dass sie ein Projekt im Bereich der Maschinenbestückung realisieren möchten mit ihrem Roboter. Und von denen nutzen 47,37% aller Leute, die in der Pharmaindustrie eine Maschinenbestückung realisieren wollen, wollen mit Bauteilen kleiner 1 mm hantieren. Und das sind jetzt natürlich Informationen, die man für die Produktentwicklung, die man für die Marketingmaßnahmen, die man auch für Salesprozesse nutzen kann, weil man seine Kunden auf einmal auf einem ganz, ganz anderen Niveau kennenlernt und wirklich datengetrieben und nicht mit dem Bauchgefühl von Vertriebsmitarbeiterinnen und Vertriebsmitarbeitern sagen kann, wofür sich die Menschen interessieren, die sich anonym auf dieser Seite bewegen und über Produkte informieren. Was kann weiterhin damit passieren? Wenn so eine Software jetzt verknüpft wird mit den Produktdaten, also mit der PIM-Datenbank oder mit dem Shop-System eines Unternehmens, kann diese Beratung an jeder Stelle eingesetzt werden, an der ein Kunde oder eine Kundin in die Beratung einsteigen möchte. Denn wir berechnen immer die beste Frage für die aktuelle Auswahl der Produkte. Das kann ganz oben auf einer Seite alle Produkte sein, aber das kann auf einer Subkategorie auch nur noch ein bestimmter Produktbereich sein, weil manche Menschen sich schon sehr gut auskennen und zu den richtigen Produkten hin navigieren und erst bei den letzten 20% der Produkte eine Beratungsfrage benötigen. Genau die kann, wenn das System in die PIM oder in den Shop integriert ist, genau an dieser Stelle aufgerufen werden und automatisch dem Kunden in der richtigen Situation die richtige Beratungsfrage stellen. Ein weiterer interessanter Punkt ist, diese ganzen Informationen über Kunden könnten dann natürlich in die CRM-Systeme dieser Welt gespielt werden. Also auch da geht es um Integration. Die Informationen, die man sammelt, kann man in CRM-Systeme spielen. Wenn man zum Beispiel ein Login dahinter setzt, könnte man jede Antwort jedem Kunden ganz spezifisch zuordnen. Und andersrum könnte man natürlich auch sagen, wenn sich Kunden einloggen und man sieht, welche Interviews schon geführt wurden von dieser Person, wird sich das Interview automatisch anhand der erwarteten Antworten an die Situation des Kunden anpassen. Das sind dann jetzt quasi Dinge, die vor allem im Verlauf sehr interessant werden, wenn viele Kunden, viele Interviews über eine lange Zeit laufen, weil genau da die künstliche Intelligenz erst wirklich ansetzt und ganz personalisiert den Interviewverlauf optimieren kann. Der letzte Punkt neben den ganzen Analysen und Daten und so weiter ist ja irgendwie das Thema Erlebnis. 80% der Seitenabsprünge sind übrigens auf schlechte User Experience zurückzuführen. Also alle, die jetzt im Moment noch sagen, ja, die Internetseite, die funktioniert ja, sie sieht nicht besonders gut aus und es ist irgendwie umständlich, was zu klicken. Genau das ist der Grund, warum Menschen abspringen. Und das ist halt leider die Realität heutzutage. Darum beschäftigen wir uns auch mit diesem Thema und ich möchte ein paar schöne Beispiele bringen, wohin sich solche Themen entwickeln können. Das ist jetzt leider nicht besonders technisch, sondern das ist jetzt hier das Thema Möbelberatung. Für die CIIT-Runde vielleicht nicht ganz so relevant, aber auch das hier ist ein Bereich, in dem Menschen sich beraten lassen möchten. Und wie schön ist denn bitte diese Darstellung, dass man fragt, wo benötigen Sie die Beratung? Und das Einzige, was man hier sieht, ist ein Bild. Und man kann jetzt einfach sagen, ich interessiere mich für den Bereich Küche. Und von da springt man in die Beratung. Und zu guter Letzt habe ich jetzt noch was mitgebracht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt technisch.
Mit der Firma Unchained Robotics basteln wir gerade an einem völlig neuen Erlebnis, in der wir die digitale Welt und die echte persönliche Welt miteinander verbinden, indem wir jeder Frage nicht nur ein Bild und Text und Icons zuweisen, sondern tatsächlich ein Video. In diesem Video kann man in ein paar Sekunden so unfassbar viele persönliche, aber auch fachliche Informationen vermitteln, dass das Erlebnis einer Beratung auf einmal wirklich anfängt zu verschwimmen. Und ich werde jetzt dieses Beispiel zeigen und werde mich quasi nach und nach durch die jeweiligen Antworten klicken, damit alle diese Erfahrung einmal erlebt haben. Und offen gestanden, ich bin ja jemand, der trägt gerne schwarze Kapuzenpullover und wer genau jetzt hier auf das Bild achtet, sieht, dass da ein falsches Logo drauf ist. Und Feiner ist ja eine selbsternannte Anwendung, die sich der Themen der künstlichen Intelligenz bedient. Und jetzt möchte ich einfach mal so in den Raum stellen, dass es heutzutage die Möglichkeiten gibt, über Deepfake Videos einfach komplett zu animieren. Und ob dieses Video jetzt hier mit einem Handy aufgenommen wurde oder tatsächlich durch künstliche Intelligenz per Deepfake dargestellt wurde, möchte ich für den heutigen Tag einfach mal offen lassen und quasi zu guter Letzt dieses Beispiel zeigen und die neue Art der Beratung präsentieren. Eine Sekunde. In der Zukunft ist das Internet natürlich immer ein bisschen schneller. Bei Unchained Robotics besorgen Ihnen die beste Roboterlösung. Damit wir für Sie genau das richtige Produkt und das richtige System auswählen können, brauchen wir die Informationen, in welcher Industrie Sie unterwegs sind. Das ist für die Auswahl nämlich sehr entscheidend. Neben der Industrie ist es natürlich sehr, sehr wichtig, um welchen Prozess es sich handelt. Was haben Sie denn vor, mit Ihrer Automationslösung bei Ihnen zu automatisieren? Okay. Welche Dimension hat denn Ihr Arbeitsraum? Das ist für die Auswahl des Roboters und vor allem für die Länge des Armes natürlich sehr entscheidend. Ich glaube, es wird schon verständlich, in welche Richtung die neue Art der Produktberatung durch digitale, aber auch menschliche Unterstützung gehen Alles kann. klar. Jetzt ist noch wichtig, wie groß die Kartusche ist, die Sie für Ihre Klebeapplikation benötigen. Oder gibt es vielleicht eine externe Zuführung? Und nach der letzten Antwort gibt es genau die gleichen Ergebnispräsentationen, wie wir sie eben in dem Video ganz zu Anfang gesehen haben, nur dass jetzt die Beratung einen viel persönlicheren Touch bekommt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Person, die hier diese Beratungsfragen stellt, nicht ich bin, sondern tatsächlich eine Vertriebsperson, die nachher in einem persönlichen Gespräch mit also mit dem Kunden von Unchained Robotics die Produkte berät, dann hat man den Schulterschluss von digitaler und persönlicher Beratung bereits hier auf der Homepage schon geschaffen und unterhält sich mit Kunden, die ein Lastenheft definiert haben, eine Ahnung haben, welches Produkt genommen werden soll, und dann mit den Menschen in Kontakt kommen, um das finale Projekt tatsächlich umzusetzen. Das ist das, was ich jetzt zum Abschluss zeigen wollte. Jetzt muss ich einmal zurück zu meiner Präsentation kommen. Genau, wir drei sind diejenigen, die das hier nämlich alles verzapft haben. Marcel Rösner, Niklas Köhler und ich. Niklas ist der CTO, der sich um die Technik kümmert. Marcel kümmert sich tatsächlich noch ganz viel um den ganzen Hintergrund-Business-Bereich. Und wozu ich jetzt quasi zu guter Letzt aufrufen möchte, ist, sich gerne mit mir bei LinkedIn zu vernetzen. Ich freue mich immer über weitere Kontakte. Genau, diesen QR-Code würde ich jetzt hier mal noch ein bisschen stehen lassen und bin jetzt ungefähr bei 25 Minuten, glaube ich. Ich lasse jetzt Raum für Fragen, wenn das gewünscht ist.